Ja, Skill-Based Matchmaking ist überhaupt nicht vorhanden, denn der niedrigste Level ist 122. Das wird lustig. So, willkommen zum Road to Commander. Ich bin Level, ich glaube, fast 24. Oder fast 25. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt erstmal eine Runde. Wow. Gunfight, um warm zu werden, und danach ein Spielchen Bodenkrieg. So, was habe ich denn hier noch? Molotow-Cocktail. Oh, Mitspieler hat gekillt. Sehr nice. Gut, aber da die Levels so hoch sind, da alle Levels so hoch sind, ist zumindest auch ein guter auf meiner Seite. Deshalb hoffe ich mal, wenn ich mich nicht allzu dumm anstelle, dass es wieder für einen Sieg reicht, denn ich bin, wer das letzte Video gesehen hat, immer noch der unbestrittene Gunfight-Weltmeister. Ah, fuck. Kein Spiel, das letzte Mal verloren. Ah, Alter, alle hier am Scuff-Jumpen. Oder am Keyboard-Jumpen, keine Ahnung, wie man das auf PC nennt. Bunny-Hoppen wahrscheinlich. Und ja, also, wie gesagt, ich hatte noch kein Spiel verloren. Wäre mir ganz recht, wenn es so bleiben könnte. Wo sind die denn? Ja. Ich hab's befürchtet. Das Ding ist, wenn man so viele 100-plus-Levels sieht, kann man meistens auch irgendwie von ausgehen, dass die in der Party sind, glaube ich, weil gleich gute spielen nun mal gerne zusammen. Deshalb sind die meistens auch so gut und so weit gelevelt, weil die immer schön in Partys zusammenspielen. Der ist hochgerannt. Ich kann noch nichts schmeißen. Was habe ich denn als Zweitwaffe? Pistole. Nice. Wo ist er? Ich versuche zu soundhorn, ich höre nichts. Ich habe halt eigentlich eine gute Position in der Mitte. Ich hoffe nur, dass ich ihn zuerst sehe. Ich glaube, er bewegt sich nicht. Was? Alter, wie schnell ging das denn? Ich dachte, er wird vorher noch was sagen. Scheiße. Gut. Ja, dann. Ja, ich würde halt mal auch gern Kills hinkriegen. Nice. Wir haben eine Shotgun. Ich glaube, das sind beide hier. Ich sehe nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Hat sich so angehört, als wäre der über mir. Oh, der läuft aber auch perfekt da, wo ich ihn nicht sehen konnte. Mitspieler hat geklatscht. Sehr nice. So, diesmal ist der Mitspieler derjenige, der mich trägt. Das war im letzten Video überhaupt nicht so. Also, ich meine, die Mitspieler waren nicht schlecht, aber ich hatte doch eher die Clutch-Plays. Ey, der Mitspieler geht gut ab, ey. Ich vergesse auch immer, dass ich eine Zweitwaffe habe. Ey, was geht ab, Alter? Jetzt lassen mir doch auch nochmal ein paar Kills übrig, verdammt. der war ja sowas von One-Shot. Aber ey, nice. Gut, was haben wir jetzt? LMG und eine Sniper. Alter. Ey, die sind so hardcore. Ey, die spielen bestimmt nichts anderes als diesen Modus. Die wissen perfekt, wo man hingucken muss. Und von dem, wie sich's anfühlt, finde ich, die haben auch irgendwie so Absprachen. Also die wissen immer perfekt, wo der andere hin ist. Das Ding ist so, ich sehe die nie. So, jetzt habe ich zum ersten Mal einen zuerst gesehen. Also ich habe keine Ahnung, wo der war. Ich peil's nicht. Ja. Gut, ist definitiv eine härtere Runde als bis jetzt. Ja, also ganz im Ernst, das mit dem Skill-Based Matchmaking in diesem Spiel ist so behindert. So, ich als niedriger Level treff konstant auf 100 plus Rankings.
Ups. Du musst mit deiner Claymore, Alter. Oh mein Gott. So, nachdem ich jetzt 5 Minuten lang Lobbys suchen musste, weil ich jedes Mal in diese Kack-Sniper-Map gekommen bin, habe ich jetzt meine ganzen XP-Bonus-Tokens verbraucht, weil ich die ganze Zeit nur im Lobby suchen war und Infinity Ward der tollen Meinung ist, dass die Token-Zeit ablaufen muss, während man noch in der Lobby ist und nach Spielen sucht. Sehr geil. So, mal gucken, dass wir ein paar Flaggen einnehmen und unsere Double-XP noch so ein bisschen ausnutzen. So. Hierfür gibt es ein bisschen Punkte. Wahrscheinlich B ohne Tank zu erreichen ist ein bisschen schwer, glaube ich. Aber gut, also ich spiele jetzt die Map, weil außer der Beta-Map, die es noch gab, würde ich die andere liebend gern vermeiden, weil da die ganze Zeit nur auf Häusern gekämpft wird. Und ich habe mir mal ein neues Visier auf meine Kilo getan. Guck mal, dass ich meinen Tank unterstütze. Denn ich glaube, für Bodenkrieg ist ein größeres Visier gar nicht so schlecht. Ach, die sitzen bestimmt ganz da hinten. Gucken, ob ich hier rein kann irgendwie. Ja, sieht nicht so aus. Und erweitertes Magazin habe ich mir jetzt auch drauf getan. Natürlich sitzt du da oben und nimmst die Flagge nicht ein. Hat mich auch ein bisschen hat mir ein bisschen die Orientierung gefehlt. Also ich wusste nicht, dass die Gegner da schon die Flagge haben. So, ich glaube, da hinten war irgendwo einer. Ja, da ganz hinten. Gut, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg für mich. So, jetzt könnte es ein bisschen eng werden. Hier ist nämlich gar kein Mitspieler außer mir. Gut, jetzt kommen so langsam ein paar. Gegner haben schon Serien, natürlich. Und der wurde weggesniped. Oh, das ist eine Claymore, scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich hier drin sitzen soll, ey. Gibt's hier irgendwo Treppen, um hochzugehen? So, ich versuche das jetzt echt alles mal ein bisschen langsamer zu spielen. So, Gegner haben White Phosphorus. Ich würde sagen, dann bleibe ich einfach mal hier drin. Weil die ganze Zeit, dass meine Claymore auffüllt. So. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ja, so spielt man Modern Warfare. Ich lerne langsam dazu. Ja, ich hoffe, das ist auch so unterhaltsam für euch, wie es für mich momentan ist. Mich wundert, dass es hier keine Treppen gibt, um irgendwo hochzugehen. Da bewegt sich irgendwas. Ich glaube, das sind sogar Gegner. So, ich gucke jetzt mal wieder hier durch die Tür. Irgendwo ist hier die ganze Zeit einer, aber keine Ahnung wo. So. Das ist ein Erfolgsrezept. Definitiv. Jetzt verstehe ich so langsam, wieso das jeder macht. Oh. Ich check halt nicht so wirklich, wo die da die ganze Zeit sind. Es sieht halt so aus, als wären die vorm Gebäude, aber oh Gott. So, irgendwas habe ich. War ein Mitspieler. Nein! Nein! Oh, der hat ein Laservisier gehabt. Das hätte ich, glaube ich, auch gebraucht. Oh Mann, das war ein easy Doppelkill eigentlich.
Gegner haben UAV. Ich habe, glaube ich, mittlerweile auch Ghost mir drauf getan. Allerdings kriege ich noch eine Trophäe, wenn ich... Nicht eine Trophäe, eine Herausforderung, wenn ich drei Sachen runterhole. Das war ein gegnerischer Panzer. Da hinten ist, glaube ich, ein Gegner, oder? Ne, das sieht nur so aus. Hier, Jazam. Viel Spaß damit. Das ist ein Mitspieler. Mal gucken, was man von hier oben so sieht. Erstmal nicht viel. Ich sollte vielleicht mal mit dem Raketenwerfer versuchen, den Panzer zu treffen. So, also wir haben, glaube ich, ein paar Flaggen eingenommen. Sieht gut aus. Die Gegner haben nur E. Das heißt, ich gehe mal ein bisschen voran. Versuche, in einem Gebäude weiter vorne zu campen. Alter, wo sind die denn alle? So, zwei. Oder auch nicht. Okay, ich habe keine Punkte bekommen. Das gehört den Gegnern anscheinend. Ist kaputt. Die Gegner campen sich, glaube ich, jetzt im Spawn Killstreaks ab. Na, wo sind die denn alle? Jetzt nehmen wir auch noch E ein. Ich denke mal, die Spawns dürften so langsam mal flippen, oder? Wer schießt hier bitte auf wen? Ey, ich peil mal wieder gar nichts. Das ist so die unendliche Modern Warfare-Geschichte. Nichts peilen. Als Level 25. Da sind schon auch Gegner, oder? Wo sind die denn bitte? Oh mein Gott. Dieses Spiel, ey, ist gewöhnungsbedürftig. Ey, ich habe mal wieder einen Gegner berührt. Ja, siehst du, und die Gegner sind diejenigen, die die Killstreaks die ganze Zeit kriegen. Obwohl sie nur eine Flagge besitzen. Tja, seltsam. Gucken wir mal, ob ich hiermit was machen kann. So, hier müssen wir raus mit Spieler, sonst sind wir tot. Oh, hier ist ein Gegner. Ich habe ihn geblendet. Allerdings, ey, das dauert so lange, die Leben zurückzukriegen, weil die bestimmt diese Perk benutzt haben, mit der man länger Schaden behält. Durch Explosiv. Durch Explosivschaden, ja. Oh mein Gott, ist das so langweilig. Selbst Bodenkrieg langweilig. Bis zum geht nicht mehr, Alter. Tja, es könnte sein. Es könnte sein, dass wir das Spiel gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein. Gut, dann holen wir mal wenigstens noch ein paar Sachen hier runter. Auch wenn der Doppel-XP-Bonus wahrscheinlich schon abgelaufen ist. Ja, Gegner, wo seid ihr denn? Wo versteckt ihr euch? Sagt mir nicht, dass man hier nicht hochklettern kann. So, da stehen sie draußen mit dem Panzer. Ballern wie wild rein. Ey, ein Sniper. Ja, Leute, das ist nun mal Modern Warfare. Ich kann es leider nicht verhindern. Jetzt sitzen die da oben, ey. Das ist so dumm, Alter. Kommt man da sonst irgendwie rein? So, jetzt bin ich hier drauf, aber rein komme ich wahrscheinlich immer noch nicht. Okay, ich auch, Alter, wie viel Leben hast du? Oh mein Gott, ich hätte alle töten können, wenn der doch einfach mal rechtzeitig gestorben wäre. Aber nee, nicht mal den gefallen tut er mir. So, anscheinend sind die Spawns jetzt wirklich geflippt. Deshalb gucke ich mal, dass ich mir wieder einhole, um die Punkte zu kriegen, um den Spawn ein bisschen zu klären, hoffentlich. So, anscheinend sind wir schon auf A. Hoffentlich schaffe ich es noch. Oh mein Gott.
So, klappt doch. Puh. So, ich hole es zwar runter, auch wenn ich eigentlich Geist habe, aber... Was ist das? Ich habe zwar die ganze Zeit eine Munitionsbox, die ich nie benutze, aber ich wüsste halt auch nicht wirklich wieso, weil ich meine, ich ist ja nicht so, als würde ich lang genug am Leben bleiben. Um Munitionmangel zu haben. Oh, da sind ganz viele. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Oh mein Gott, so muss man Modern Warfare spielen. Wo ist der die ganze Zeit, Mann? Also Gegner haben wieder nur eine Flagge. Oh nein. Das war mein bester Moment, glaube ich, den ich jemals in Modern Warfare bis jetzt hatte. Es ist doch ein Witz, Alter. Mir ist einfach zu langweilig, die ganze Zeit in Gebäuden zu sitzen, aber ey, es ist halt Bodenkrieg und es ist Modern Warfare. Ja, also ich hoffe wirklich bald, dass die Patches ein bisschen was ändern. Ich bin auch manchmal so komplett schockiert, dass mitten im Nichts Gegner sind, weil du 10 Minuten lang überhaupt keinen rumrennen siehst. Und dann auf einmal laufen da zwei Leute rum. Ja, damit war zu rechnen. Obwohl hier Mitspieler schon drin sitzen. Ach, hier ist eine Flagge. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Bis ich hier wieder die Gegner gefunden habe. Leute, wir sehen uns. Im nächsten Teil vielleicht wieder. Vielleicht. Bis dann, haut rein. Und tschüss.